Hello Friends! Willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold. Und in diesem Part gehen wir wahrscheinlich zum Kraftwerk oder surfen, eher gesagt, dorthin, sobald ich mich geheilt habe, denn das kann man tatsächlich. Hier sollte eigentlich ein Pokémon-Sender stehen, weil das schon in der ersten Generation der Fall war. Aber wenn die Entwickler gedacht haben, gut, sie können es hier wieder removen, nein, haben sie nicht getan. Also, soll mir recht sein. Da geht's übrigens zu diesem tollen Tunnel rein, wo wir auf der anderen Seite schon alles gemacht haben. Und das ist halt, wie ich im letzten Part schon gesagt habe, der Cliffhanger. Denn ohne Blitz ist man in dieser Höhle so gut wie verloren. Ja, und Blitz, da wussten viele nicht, wo man das kriegt. Damals zumindest. Weil Blitz muss man nicht haben. Interessanterweise, für manche vielleicht. So, dann setzen wir mal wieder Schutz ein, wenn wir das nicht schon haben. Okay, wir haben tatsächlich den Schutz eingesetzt. Gut, es liegt doch daran, dass wir kaum im Gras rumlaufen oder sonst was tun. So, surfen wir einfach mal vorbei. Da ist das Kraftwerk. Auch wenn ich selber nicht weiß, was wir da Großartiges tun können bis jetzt. In Pokémon Feuerrot und Blattgrün gab es ja sogar eine Hintertreppe, wo man halt rausspringen konnte. Ganz komisch, aber gut, es ist ein Notausgang. Das Logischste, was es geben kann. Die Business-Kraftwerke eingebrochen. In was für einer Welt leben wir noch? Das ist eine gute Referenz auf unsere Welt. Okay, das hat man scheinbar umgebaut, das Kraftwerk, weil in Pokémon... Oh Gott! In Pokémon, in den Originalspielen und in den Remakes, also Feuerrot und Blattgrün, gab es hier eine Area, wo man auch viele Pokémon begegnen konnte. Ja, und die hat einen wichtigen Teil des Dings gestohlen. Ja, ich sammle Pokémon. Hast du einen Dicktree? Nein. Du musst gegen einen Magneton tauschen. Ja, typisch, dass ihr einen Magneton habt. Als inakzeptabel, ich habe Stunden und Tage mit der Reparatur des Generators zugebracht. Wie kann dieser Kerl das nur sabotieren? Wenn ich den erwische, kriegt er meinen Ladestrahl. Ich bin papam, was hast du davon? Wenn du das Kraftwerk, oh, den findest du da drüben. Ja, seitdem der Generator sabotiert worden ist, ist er manchmal wütend und traurig, mal müde und mal betrübt. Manchmal dreht er sich und dann. Manchmal dreht er dann auch nochmal völlig durch und lacht sich krank. Ja, ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Typischer Betriebsunfall. Der Magnet verbraucht sehr viel Energie und ohne den neuen Generator rührt sich da gar nichts. Dieses Kraftwerk wurde eigentlich schon vor langer Zeit stillgelegt. Aber wir haben es wieder in Betrieb genommen, um damit die Energie vom Magnetzug zu gewinnen. Oh Gott, ja, ich glaube, das hängt jetzt damit zusammen, dass wir jetzt endlich weitermachen können. Wir haben Neuigkeiten aus Azuria City. Es heißt, dort treibe sich eine verdächtige Gestalt herum. Dürfte ich Sie vielleicht um Ihre Unterstützung bitten? Die verdächtige Person treibt sich scheinbar vor der Arena von Azuria City herum. Ja, die Polizei ist absolut machtlos. Also, man könnte das eigentlich vergleichen mit einem Ausnahmezustand. Mich wundert, dass sämtliche Lichtsysteme funktionieren. Ja. Alleine das hat mich schon damals sehr als Kind sehr verwundert, als ich das gespielt habe. Also es gab da wirklich diesen Hänger, wo ich lange nicht weiterkam, weil ich den versteckten Gegenstand in der Azuria Arena nicht gefunden habe. Deswegen habe ich da auch direkt danach gesucht, gerade eben, weil das war halt so ein traumatisches Erlebnis für mich. Ich weiß nicht, schreibt mal eure traumatischen Erlebnisse in Pokémon in die Kommentare. Ja, aber das ist eigentlich so dumm. Man könnte doch eigentlich theoretisch auch Elektro-Pokémon einsetzen, die da praktisch ein Notstrom-Aggregat erzeugen. Ich meine, in Pokémon im Anime hat man das ja auch gemacht mit Pikachu. Auch wenn das sehr komisch aussah. So, Felstunnel haben wir schon von der anderen Seite gesehen. Jetzt seht ihr auch ihn von dieser Seite. Machen wir ihn einfach mal so, wie er vorgesehen war. Okay, hier geht's los. Ja, man hätte ihn eigentlich auch Dunkeltunnel nennen können. Aber sagt das denn wieder so viel über den Tunnel aus? Ich weiß nicht. Ja, da gibt's ein Item. Ja, manches erkennt man erst auf den zweiten Blick, manches sogar erst auf den dritten Blick. Und nach wie vor sehr coole Musik. Oh, und warum hat man ja krass Klaxer-Passagen eingebaut?
Oh Mann, ich hasse es, wenn man Altes so verändert, so verstümmelt, müsste man ich beinahe sagen. Und es gibt natürlich hier 1000 Leitern, die zur endgültigen Verwirrung sorgen. Und das ist nicht cool, meine Freunde, meine sehr geehrten Herren und Damen. So, da geht's lang, cool. Wo geht's da wieder lang? Da geht's jetzt nichts. Sehr schön. Oh, X-Treffer gefunden. Toll. Ich weiß, muss ja einen Grund geben, warum es denn eine Treppe gibt. Ja, was ist das für eine strange Höhle? Werden sich jetzt manche denken. Ich denke es mir ja gerade auch. Also, das habe ich jetzt nicht nur gesagt, um euch zu zitieren. Ich meine, in welcher Welt würden wir denn leben, wenn ich es machen würde? Ach so, jetzt sind wir sogar hier oben. Ah ne, wahrscheinlich besteht der Sinn darin, da nach unten zu kommen. Ach, leck mich doch am Arsch. Keine Trainer. Weit und breit keine Trainer. So, und da haben wir den Ausgang. Sehr schön, also die Trainer, die haben sich anscheinend verpisst. Das war damals noch der zusätzliche Frustfaktor in diesem blöden, in dieser blöden Höhle. Ja, das ist der Ausgang. Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Ja gut, kann gut sein, dass ich diese Höhle auch nochmal mache, nach dem, so wie den Kesselberg, weil es ist so doof bezüglich Kraxler. Da fühlt man sich gleich so richtig am Arsch geleckt. Vor allem, was ist das eigentlich für ein Wort? Du kannst mich mal am Arsch lecken. Das ist so richtig scheiße, wenn man sich so überlegt. Wer möchte gerne am Arsch geleckt werden? Na gut, es ist vielleicht so eine Art Autofahrer-Jargon, welches sich halt durchgesetzt hat. Und wo ging es hier nochmal hin? Ach so, da nach oben. Ja, soll es jetzt schon etwa gewesen sein mit dem Felstunnel? Vor allen Dingen, das ist natürlich ein toller Tunnel. Gut, also, ja, es muss ein Tunnel sein, weil es ja sowohl einen als auch einen Ausgang gibt. Irgendwann ist man am Ende des Tunnels. Licht am Ende des Tunnels, wie man so schön sagt. Aber gut, es gibt ja auch Höhlen, die haben einen Eingang, einen Ausgang in diesem Spiel. Daher komisch. Was der Unterschied da sein soll, das ist mir unbekannt. Und hier scheint es echt nichts zu geben. Keine Trainer, kein gar nichts. Meine Lösung zu diesem Problem ist schlicht und ergreifend, dass ich keine Lösung zu diesem Problem habe oder finde. Weder noch. Ja, dann schreibe ich mir das am besten auf, damit wir das nicht vergessen. Dinge, die ich erledigen möchte, wenn ich groß bin. Nee, das. Nein, das nicht. Aber hier gibt es noch ein Item und hier gibt es auch noch eine Leiter. Ach so, ich weiß schon, wo diese Leiter hinführt. Mist. Ja, irgendwas läuft mal wieder faul im Staat Dänemark. Ja, was ist denn das? Das ist ja Dreck hier. Ach, so kommt man das Item ran. Nee, so kommt man nicht an das Item ran. Nein! Ja, würde ich nur mal richtig hinschauen. Schleuder. Ich habe diesen Scheiß tatsächlich für eine Schleuder angetan. Also für TM56 Schleuder.
Das Alter meines Vaters vor 2 Jahren. Denn so alt ist er mittlerweile nicht mehr. Jetzt ist er 58. Also direkt 40 Jahre nach mir. So, das ist so scheiße gelaufen. Also keine Trainer. Ich kann mich aber noch genau erinnern, dass es in den Originalspielern Trainer gab. Aber gut, Tränen gibt es überall. So, eine saftige Wiese waren wir eigentlich schon. Ja, da waren wir auch schon. Also können wir nach Hatsuya City erfolgreich zurückkehren, ohne auch nur irgendeine Weisheit dazugelernt zu haben. Ja, wir sind eigentlich schon mit der Hälfte von Kanto fertig, was mich auch bei 4 Orden nicht wundert. So, dann gehen wir mal in die nördlichste Stadt, die relativ am Wasser gelegen ist. Deswegen gibt es ja auch eine Wasserarena. So, jetzt sehen wir in der Arena drin. Ah, tatsächlich, oh, Rums, wenn man gerade vom Teufel spricht. Oh, sorry, bist du auch notver... Was, bist du auch... No, bist du auch not verletzt? Ich bin total busy, beschäftigt. No time, um mit dir hier Zeit mit langen Gesprächen zu verschwenden. Wenn mich jemand sieht, you know, denn ich bin in große trouble. Aber oh no, das hast mir ja schon gesehen. Das war ein gross big failure von mir. Toll. Du musst all of this vergessen. Du hast hier nothing gesehen, okay? Du weißt von absolutely nothing, klar? Goodbye. Auf never wiedersehen. Wartet mal geschwind. Hier muss es ja was geben. Das kann ja jetzt nicht sein. Das will der mir jetzt hier nicht verklicken. Man kann hier, glaube ich, sogar Pokémon fangen. Und in Originalspielen konnte man in der Statue angeln. Cool. Nee, ich möchte hier gerne alles sekundlich untersuchen, ob hier irgendwas ist. Hier muss ja irgendwas sein. Es ist mal wieder was von dem Staat Dänemark. Ich weiß, ich stelle es gerade sehr von Auge des Argus, aber der Kerl, der geht mir sowieso auf den Sack. Der ist ja auch so ein Pokémon-Feind. Oder warte, ich hole mal schon den Item-Detektor raus. So kann es ja nicht weitergehen. Auch wenn ich mit dem nicht umgehen kann, ich bin ja dieser neuen Technik nicht mächtig. Wo haben wir denn hier den blöden Item-Radar? So. Dann müsste ich hier erst gehen, wir eben auch einen drauf machen. Die restlichen Trainer der Arena, okay. Ich bin kurz weg, müsste die Arena da drin. Da steht ja nicht normalerweise das typische Prozedere drauf. Okay, das kann man glaube ich vergessen. Da müssen wir dem halt erstmal verfolgen. Ja, eine Arena voller Kuriositäten, aber bei der zweiten Arena kann ich es ja verstehen. Dass da vieles nicht falsch läuft, also in der dritten Generation gab es ja auch da so den einen oder anderen Scheiß. Den heißen Scheiß. So, da ist der Depp ja. Du kannst dich nicht verstecken, Freund. Oh no, I had myself doch versteckt. And trotzdem, du hast mich gewunden, me. In die Team Rocket, ich bin the only one man from the Ausland Country. Aber, however, das hat absolut nichts zu bedeuten. Ich habe ganz alone die Masterplan entwickelt, zu stoppen die Stromzufuhr. Aber die City-Leute, alle sind in Schock und ich fühle mich wie Roll minus Rock. Hä? Was will er mir jetzt? Und ich fühle mich wie Roll minus Rock. Meinen Secret-Geheimplan kann ich dir nicht verraten, I can't. Aber however, wenn du besiegst mich and win, ich werde meine Geheimnisse verraten wie ein Mann, like a man.
Du verstehst. Do you understand? Let the battle begin. Okay, der Last Man Standing im Ausland und der Last Man Standing im gesamten Team. Rocket Rüpel. Der allerletzte Rocket Rüpel, den es noch gibt. So als kleine Erinnerung, dass es die mal gegeben hat. Ja, das war kein so spektakulärer Kampf. Oh no, was rede ich da für einen Quark? Du bist Strawberry, Brombeer, nein, very stark. Ich bitte alle meine Zähne raus. Respect, I salute you. Okay, ja, irgendwas in der Art. Okay, alles klar. Ich verrate dir mein Secret Geheimnis. I have die Spüle in die Arena von Natsura City versteckt. Yes, I have. Wenn du neben die Schwimmreifen checkst, find you sie bestimmt. You will. Aber, however, nicht vergessen. Don't forget. Team Rocket wird dich definitiv besiegen. Yes, we will. All meine Friends werden kommen und kommen aus Johto. Was sagst du da? Team Rocket ist Geschichte, all gone. Sie haben sich aufgelöst, say. Da fehlt jetzt eigentlich diese traurige Musik von der Pokémon Schwarz und Weiß. Dünn, din, din. Dünn, din, din. Also, ihr wisst schon. Oh no, what soll I now only machen? Okay, ich gehe zurück nach meinem Heimatland, meine Country und gründe meine eigene Team Rocket. Goodbye, so long. Und jetzt sieht man auch tatsächlich wieder in Pokémon Schwarz und Weiß. Was macht er da eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, da ist er im Haus, ich glaube in dieser Stadt von der 7. Arena. Und lebt halt mit seiner Familie zusammen. So, dann holen wir noch geschwind diese Spüle daraus. Und bringen sie dann wieder zurück zum Kraftwerk, damit ja alles wieder mal funktioniert. Sind doch alle Reifen. Wollt ihr mich jetzt komplett verkackeiern oder was? Tja, tatsächlich, LP hat einen schwarzen Klumpen vom Rand des Pools aufgehoben. Es ist irgendeine Art Spule. Achso, es ist Spule und nicht Spüle. Damals habe ich, glaube ich, immer Spüle gelesen, weil ich immer mehr zwei Punkte darüber denke. Ja, hätten wir die schon vorher einsammeln können? Schreibt es mal in die Kommentare. Und im nächsten Part sorgen wir dafür, dass es wieder Strom gibt hier in Kanto. Bis zum nächsten Mal und ciao.